Hey Leute, schon seit Hunderten von Jahren schließen sich Menschen mit demselben Interesse zur Organisation zusammen und halten deren Ziele und Tätigkeiten streng geheim. Gerade deshalb wird viel über solche Vereinigungen diskutiert. Neben den umstrittenen Illuminaten, die es seit dem Jahr 1793 nicht mehr geben sollte, wird ebenso viel über eine streng geheime Bruderschaft spekuliert. Die Rede ist von dem sogenannten Skull and Bones Geheimbund, der mysteriöser nicht sein könnte. Der Name Skull and Bones wird mit enormer Macht und Mitgliedern wie George Bush in Verbindung gebracht und immer wieder gelangen diverse Gerüchte an die Öffentlichkeit. Diese beziehen sich auf angsteinflößende Rituale, der Verbindung zur CIA und darüber hinaus an deren angeblichen Ziel, eine neue Weltregierung zu erschaffen. Welchen Behauptungen man Glauben schenken kann und wie viel Macht die Bruderschaft tatsächlich besitzt, werdet ihr in dem folgenden Video erfahren. Die Entstehung der Geheimverbindung, die auch als der Orden des Todes bekannt ist, begann mit einem Mann namens William Huntington Russell. Russell studierte im Jahr 1831 und 1832 in Deutschland und kam dort das erste Mal mit Studentenverbindungen in Kontakt. Diese hatten ihn so sehr fasziniert, dass er nur ein Jahr später seine eigene Vereinigung auf dem Gelände der Yale University gründete. Durch ihn entstand die umstrittenste und vermutlich auch mächtigste Geheimgesellschaft der Welt. Wer weiß, ob er sich seiner Zeit darüber bewusst war. 23 Jahre später wurde am selben Campus der Hauptsitz der Skull and Bones errichtet. In einer alten, fensterlosen Kapelle, die den Namen Die Gruft trägt und zu der kein Außenstehender Zutritt bekommt. In diesem altmodischen und gruseligen Gebäude treffen sich die Mitglieder seither zweimal wöchentlich, jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Neben geheimen Besprechungen werden dort auch seltsame Rituale praktiziert, unter anderem auch das Aufnahmeritual, welches einem zum Mitglied der Verbindung macht. Obwohl das Betreten der Gruft ausschließlich für Ordensmitglieder gestattet ist, wurde dennoch am 29. September 1876 in den Hauptsitz der Skull and Bones eingebrochen. Ziel war es herauszufinden, was sich hinter den verschlossenen Türen verbirgt, und man hoffte, ein paar Geheimnisse lüften zu können. Die Täter nannten sich selbst die Order of File and Claw und stießen bei dem Einbruch auf merkwürdige Dinge. Das Gebäude an sich wirkte innen sowie außen sehr altmodisch, mysteriös und unheimlich. Die Wände der Gruft seien laut den Einbrechern mit echten Schädeln und Skeletten bedeckt, sowie mit unzähligen Bildern deutscher Studentenverbindungen. Selbst Silberbesteck von Adolf Hitler soll von ihnen entdeckt worden sein, aber es kommt sogar noch seltsamer. Der Raum mit der Nummer 324 war vollständig in schwarzer Seide eingehüllt und der Raum 322, das Heiligtum der Kapelle, war mit roter Seide verkleidet. Die Zahl 322 wird für gewöhnlich unter dem Logo der Skull and Bones dargestellt, wobei es sich um einen Schädel mit zwei überkreuzten Knochen handelt. Niemand weiß genau, für was diese Zahl steht, jedoch gibt es diesbezüglich viele Vermutungen. So behaupten einige Menschen, dass der Orden eine eigene Zeitrechnung besitzt, die ab dem Jahr 322 vor Christus beginnt. Andere wiederum sehen in der Zahl eine Verbindung zum Illuminatenorden, da dessen Gründer Adam Weishaupt am 18.11.1830 starb, was genau der 322. Tag des Jahres ist. Im rot eingekleideten Raum mit der rätselhaften Zahl konnten die Einbrecher ebenfalls ein Pentagramm an der Wand erkennen. Auch das Empfangszimmer war nahezu genauso mysteriös eingerichtet. An der Wand des Raumes hingen weitere geheimnisvolle Bilder, unter anderem eines, auf dem eine Steinplatte mit Inschrift abgebildet war. Das Ganze ähnelte einer Gruft, die vier Totenköpfe beinhaltete. Unter ihnen befanden sich Dinge wie eine Narrenmütze, ein offenes Buch, ein Zepter, eine Königskrone, mathematische Instrumente sowie eine Bettlerurkunde. Zunächst macht die Darstellung wenig Sinn, jedoch ist es wichtig, die Inschrift dazu zu lesen. Diese lautet: Wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser? Ob arm, ob reich, im Tode gleich. Dass dieses Bild mit genau dieser Inschrift in dem Hauptsitz der Skull and Bones hängt, muss auf jeden Fall etwas bedeuten. Allein das Logo der Verbindung, ein Totenkopf mit Knochen, zeigt, dass sie sich wohl sehr stark mit dem Tod auseinandersetzen. Zusammen mit ihrem Motto »Sei dir der Sterblichkeit bewusst« könnte es einen Hinweis darauf geben, was für die Mitglieder wichtig ist. Es spielt für sie eine große Rolle, zu Lebzeiten etwas zu erreichen oder an seinem Ziel anzukommen, bevor man zu Staub und Asche zerfällt. Ihr Motto und das mysteriöse Bild würden zumindest etwas erklären, wieso die Mitglieder des Ordens so mächtig und erfolgreich sind. Vielleicht glauben sie nicht an ein Leben nach dem Tod, wodurch es das einzig Wichtige ist, im Leben an die Spitze zu kommen.
Was muss man eigentlich tun, um in den Geheimorden aufgenommen zu werden? Und welche kuriosen Rituale muss man vorerst über sich ergehen lassen? Jedes Jahr im April werden von der Abschlussklasse 15 Leute aus der nächstunteren Klasse, den Juniors, ausgewählt. Seit dem Jahr 1991 haben auch Frauen die Möglichkeit, in die Verbindung aufgenommen zu werden. Die Noten, der Familienname und das persönliche Ansehen sind nur einige Kriterien, nach denen ein neues Mitglied auserwählt wird. Zusätzlich wird großen Wert auf sportliche Fähigkeiten gelegt, vor allem die Fähigkeit, im Team zu spielen. Als Einzelgänger oder Individualist hat man hingegen nur eine geringe Chance, aufgenommen zu werden. Am besten haben es diejenigen, deren Familienmitglieder bereits in der Bones-Familie waren oder Menschen, die verstehen, dass sie jemandem folgen müssen, um etwas zu erreichen. Man sollte jemand sein, der sich selbst für das Team opfert, was der Preis für Erfolg und Macht ist. Wenn man alle Kriterien erfüllt und auserwählt ist, bekommt man das durch einen Klaps auf die Schulter, dem sogenannten Tapping, zu wissen. Die Ernennungen werden streng geheim gehalten, im Gegensatz zu früher, wo die Auserwählten in der New York Times bekannt gegeben wurden. Hat man es geschafft, die Gruft der Skull and Bones zu betreten, ist man jedoch noch längst nicht am Ziel angekommen. Nun liegt es an einem selbst, ob man die Praktiken durchsteht und sich als wahres Mitglied erweist. Das Verfahren zur Aufnahme wurde seit der Gründung des Ordens immer wieder verändert, jedoch ähneln sich viele Dinge. Zunächst kommt der Neue mit einem Sack über den Kopf in einen Raum mit einem höheren Ordensmitglied, was ein Zeichen für Unterdrückung darstellen soll. Jeder Auserwählte muss zudem einen ganzen Abend lang alle Details seiner sexuellen Vergangenheit preisgeben, während die anderen anwesend sind. Alle Schilderungen werden währenddessen genauestens notiert, um das neue Mitglied erpressbar zu machen und es an den Orden zu binden. Die Ordensbrüder schlüpfen während des Rituals in verschiedene Rollen, wie den Papst oder den Teufel, und schüchtern die Neuen ein. So wird man beispielsweise vom Schwanz des Teufels ins Gesicht geschlagen und muss anschließend die Füße des Papstes küssen, um sich zu erniedrigen. Daraufhin folgen viele weitere bizarre Rituale. Man wird angeschrien, muss seltsame Dinge in anderen Sprachen sagen und bekam früher sogar die Aufgabe, nackt gegeneinander zu kämpfen. Zudem muss man eine blutähnliche Flüssigkeit aus einem Schädel trinken und ein Schweigegelübde ablegen. Auch seltsam war das damalige Ritual, sich nackt in einen Sarg zu legen, womit die Auserwählten symbolisch den Tod durchmachten. Neben den Erniedrigungen und dem Einjagen von Angst geht es letztendlich darum, in der alten Welt zu sterben und schließlich für den Orden wiedergeboren zu werden. Die Bruderschaft ist eine Welt für sich, die der normalen Welt übergeordnet ist. Man wird am Ende zum Ritter geschlagen und fühlt sich nun mächtig und bedeutend, während die anderen einem untergestellt sind. Menschen, die das alles mit sich machen lassen haben, sind unter anderem George H. W. Bush, sein Sohn George W. Bush sowie William Howard. Es existiert ein Bild, auf dem man George H. W. Bush mit anderen Skull & Bones Mitgliedern erkennen kann. Es waren also bereits drei Präsidenten Mitglieder der Geheimverbindung, doch nicht nur das. Zu den sogenannten Bonesmen zählen ebenfalls die Rockefellers, eine der reichsten Familien der Welt, der CIA-Personalchef Truby Davis, der Ex-Außenminister John Kerry oder Frederick Smith, Gründer des Logistikunternehmens FedEx. Auch Trumps Finanzminister Steven Mnuchin sowie Obamas Vertrauter Austin Gerbsy waren Teil des Skull & Bones Ordens. All diese erfolgreichen und mächtigen Menschen verbindet demnach ein und dasselbe. Wahrscheinlicher als ein Zufall ist, dass jeder dieser Menschen wohl seinen Erfolg der Bruderschaft zu verdanken hat. Wenn George W. Bush es erst durch die Verbindung gelang, Präsident zu werden, wie mächtig und vernetzt muss diese dann sein? Skull & Bones sind dafür bekannt, dass eine Hand die andere wäscht. So besitzt jedes Mitglied ein einzigartiges Buch, worin jeder, der je zu der Bruderschaft gehörte, mitsamt Adresse und Beruf aufgelistet ist. Möchte ein Ordensmitglied also einen bestimmten Beruf ausüben, hat es die Möglichkeit, im Verzeichnis nach anderen Mitgliedern zu suchen, die diesen Job bereits ausüben. Ein Anruf bei der jeweiligen Person genügt, um anschließend eine Stelle sicher zu haben. Bei George W. Bush lief es ähnlich ab. Mitglieder spendeten hohe Summen für seinen Wahlkampf, während er sie als Gegenleistung ins Weiße Haus einlud und dort Treffen veranstaltete. Nach seiner Ernennung als Präsident verhalf er den anderen Bonesmen ebenfalls zu hohen Positionen in der US-Regierung. Durch die gegenseitige Unterstützung bildet sich letztendlich ein ganzes Netzwerk, was eine enorme Macht für den Orden bedeutet. Es wurde sogar die Behauptung aufgestellt, dass die CIA von den Skull & Bones geführt wird. Es gibt jedoch keine Beweise, die diese Aussage faktisch unterlegt.
Wovon man aber ausgehen kann, ist, dass zumindest eine enge Verbindung zwischen dem Orden und dem Auslandsgeheimdienst besteht. Nathan Hale, einer der historischen Helden der USA, machte seinen Abschluss an der Yale University und war ebenfalls Mitglied des von George Washington gegründeten Culper's Rings. Es handelt sich hierbei um einen Vorläufer des amerikanischen Geheimdienstes. Leider wurde Hale im September 1776 von den Briten gehängt, aber seither besteht ein enger Kontakt zwischen Yale und der CIA. Sowohl vor dem CIA-Hauptquartier in Virginia als auch auf dem alten Campus der Yale-Universität steht eine Statue von Nathan Hale. Dass eine Verbindung zur CIA besteht, bedeutet natürlich mehr Macht für den Skull and Bones Orden. Könnte das also ihr Ziel sein? Auch wenn niemand das genaue Ziel der Verbindung weiß, kann man die einzelnen Punkte zusammenzählen. Ziel der Skull and Bones könnte demnach sein, ein immer größeres Netzwerk aufzubauen. Es war schon immer ihr Vorhaben, die Mitglieder in wichtigen Bereichen der Politik, Wirtschaft und Medien zu platzieren und jedem zu Geld, Ruhm und Macht zu verhelfen. Der britisch-amerikanische Historiker Anthony Sutton bekam Mitgliederlisten sowie Dokumente von einem Angehörigen der Bruderschaft zugespielt, der von dessen Aktivitäten angewidert war. Laut ihm sei das Ziel des Ordens, die Gesellschaft und letztendlich die ganze Welt in eine neue Weltordnung abzuändern. Sie möchten, dass individuelle Freiheiten eingestellt werden und das amerikanische Establishment die neue Weltregierung bildet. Diese Behauptungen erinnern an eine andere Geheimgesellschaft, die Illuminaten. Doch nicht nur deshalb vermuten einige, dass die Skull and Bones mit ihnen in Zusammenhang stehen. Im Jahr 1798 veröffentlichte der Uni-Professor und Freimaurer John Robinson nämlich ein Buch mit dem Namen Proofs of a Conspiracy. In diesem wird der Initiationsritus der Illuminaten beschrieben. Der Auserwählte hat die Aufgabe, gegenüber von einem Skelett zu stehen. Vor diesem liegen eine Krone und ein Schwert. Der Illuminatenanwärter wird anschließend gefragt, ob das Skelett von einem König, einem Nobelmann oder von einem Bettler sei. Im Anschluss erklärt ein Eingeweihter, dass das einzig Wichtige des Mannes sein Charakter ist. Wer kann sich also noch an das Bild mit den Schädeln erinnern, das in der Eingangshalle des Hauptsitzes der Skull and Bones hängt? Offensichtlich hat die Bruderschaft einige Aspekte der Illuminaten übernommen. Ob es sich bei dem Orden jedoch tatsächlich um die Nachfolger der Illuminaten handelt, kann man nicht genau sagen. Jeder sollte sich aber im Hinterkopf behalten, wie viel Macht hinter der Bruderschaft steht und wie einflussreich dessen Mitglieder sind. Was meint ihr dazu? Glaubt ihr, dass sich ihr Netzwerk so weit ausgebreitet hat, um letztendlich die Weltherrschaft zu übernehmen, oder ist das doch zu weit hergeholt? Eure Meinungen und Theorien zu den Skull and Bones könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Um kein weiteres Video mehr zu verpassen, drückt einfach auf die Glocke, dann werdet ihr diesbezüglich eigentlich fast immer benachrichtigt, außer YouTube spinnt mal wieder. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.